Mit denen hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon ein oder zweimal zu tun gehabt. Zwei fette Minotauren, ne? Was hat er die mir weggeprügelt, ne? Und er, ja, kein Problem, haben wir. Läuft. Oh, zerstört die Scheiß-Raffinerie, schadet ihm. Egal wie, aber schadet ihm. Da, kommt gleich der Nächste hervor. Die sind sowas von teuer und bringen eigentlich so gut wie gar nichts. Aber der Gegner, boah, super. Die sind so super bei ihm. Das ist so beeindruckend, echt. Jetzt hat er nur noch Infanterie. Ja, natürlich. Selbst eine schrottreifeste Infanterie ist noch stärker als meine. Das ist so krass. Meine Fresse nochmal. Ach, guck mal. Ja, also wie man sieht, mit den Thylaxo-Igeln hier vorzugehen, ist echt vorteilhaft. Vor allem, weil die... weil der Gegner anscheinend die mit den Reparaturdrohnen nicht so wirklich umgehen kann. Huch. Okay. Jetzt habe ich sogar die Einheiten der X und der Thylaxo zusammen. Auch interessant. Da hinten ist noch ein Spice-Sammler. Den wollen wir haben. Vorwärts, meine Igel. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich bewusst Igel steuern kann. Ich kann sie zwar nicht bauen, aber ich habe sie. Auch wenn es nur diese paar sind, aber es sind Igel. Immerhin. So, dann veregeln wir schön mal sein... Wir veregeln. Haha. Wir holen uns sein letztes Fahrzeug. Können wir eigentlich auch diese Ruinen... Nee. Schade. Das wäre cool gewesen. Daraus auch noch Parasiten machen. Bauen tut er nicht. Gut. Die verseuchen wir ihn auch nochmal schön. Bau hat begonnen. Yay! Und ein neuer Parasit ist hervorgekommen. Zum ersten Mal freue ich mich darüber. Kaum zu glauben, aber wahr. Aber so langsam gehen ihnen auch die Fahrzeuge aus. Vor allen Dingen das Schöne ist, dadurch, dass die Sammler von ihm verseucht sind, er hat eine neue Waffenfabrik gebaut. Ja, ja, ich weiß, du bist geil auf deine Dings, auf deine Minotauren. Ja, ja, ich weiß. Du Arsch, du. Jetzt schicke ich mal die imperialen Sadokar los. Habe ich eigentlich noch einen Sammler? Einen noch! Mensch, doch so viele. Nee, doch noch ein paar mehr. Doch noch ein paar mehr. Ist mir dann doch noch vergönnt. Ist aber sehr großzügig. Könnt ihr mal bitte die da abstechen? Das ist ja der große Vorteil der imperialen Sadokar. Sie sind klasse gegen Infanterie und gegen Fahrzeuge. Also gegen beides. Und auch gegen Lufteinheiten sind sie nicht schlecht. Also man darf die echt nicht unterschätzen, wie man sieht. Deswegen sage ich ja, also ich habe mich echt in die verliebt. Muss man wirklich sagen, in die Sadokar. Weil Ehre und so weiter ist sowieso immer mein Ding. Und dann eben halt noch dieser Samurai-Style, sag ich mal so. Also die kommen wirklich in die Nähe der Samurai. Ja, ja, ja. Du mit deinen tollen Minotauren schon wieder. Das ist doch scheiße. Mann. Ja. Der Minotaur ist natürlich das Allergeilste, was der Gegner auffahren kann. Ist ja ganz klar. Alter. Ja, er baut sie nur noch. Er liebt sie. Oh, es ist doch zum Kotzen. Mann! Dieser scheiß Minotauren, echt. Ich hasse diese Scheißdinger. Mann, oh. Mach mich rasend. Echt. Oh. Krieg so eine Krawatte, echt. Das kann doch nicht wahr sein, oh. Meine Güte, nochmal. Eine einzige verschissene Einheit. Das kann doch nicht wahr sein. Und er, ja, ich bau mal schön Minotauren, ne? Mach du, Mann. Gar kein Problem. Das ist ein Arschloch, du, ehrlich. Das ist so eine Frechheit. Zerstört mal den Sammler, wir brauchen Geld.
Das ist auch überhaupt nicht riskant, was du da gerade machst, ne? Vor allen Dingen, er hat, glaube ich, nur noch zwei Sammler oder einen. Aber kann sich trotzdem... Oh, nee. Es kommt der Arsch noch an. Vorteilnahme der KI, ne? Dankeschön. Das war meine Streitmacht. Super. Echt klasse. Vielen Dank. Oh, ja, natürlich. Rein zufällig kommt gleich ein neuer. Rein zufällig. Das ist doch eine Schweinerei, ehrlich. Oh Mann, oh. Ich bin schon wieder kurz davor zu sagen, wisst ihr was? Scheiß drauf, Abbruch, fertig. Echt. Oh. Ich krieg schon wieder Sonnenhals. Das kann nicht wahr sein. Ja, er hat Zeit, er hat Sammler, er hat alles, was er braucht. Ich krieg nur auf die Fresse. Und wenn ich mal was habe, was kommt dann? Der Scheißwurm. Echt, das ist so eine bodenlose Frechheit. Der Gegner ist schon mächtig genug. Nein, der Wurm muss ihnen auch noch helfen. Alter. Nee, also das ist wirklich von Fairness meilenweit weg. Meilenweit weg. Oh, nee, doch. Das ist so zum Kotzen. Echt. Jetzt werde ich gerne mal den Palast. Und dann richtig schön mit der Todesrand, richtig schön rein. Aber nö, brauche ich ja nicht die Todesrand. Nein, warum auch? Ne, muss ja nicht sein. Hauptsache, der Gegner hat sie. Viel wichtiger. Oh. Das Spiel bringt mich so in Rage. Hm? Na, Wurm, wendest du jetzt direkt? Natürlich wendet er. Ach, jetzt verpisst er sich. Meine Güte nochmal, du. Nee, das ist echt nicht witzig. Das finde ich echt nicht witzig. Und den Schaden, den ich angerichtet habe, haben die Atreides inzwischen Ruhe beheben können. Vielen Dank. Tolle Hilfe, echt. Danke, Wurm. Jetzt könnte der Wurm mal darauf losgehen. Aber nö, das macht er nicht. Da kann ich lange drauf warten. Der stürzt sich lieber auf meine Truppen. Ist viel geiler. Wo sind eigentlich meine Parasiten? Leben die noch? Nee, die leben nicht mehr. Habe ich mir gedacht. Der Atreides sieht ja alles. Die sehen alles. Meine sind zwar dumm und taub wie sonst was, aber seine, die sehen alles. Das ist so zum Kotzen, diese Vorteilnahme der KI, muss ich echt sagen. Also, das wird sich auch schön in die Bewertung mit auswirken, das sage ich euch gleich. Das ist so ein Beschiss, dass die KI so bevorzugt wird. Weil man hat ja gesehen, die Würmer, der Wurm, der geht momentan nur auf meine Einheiten los. Die da Atreides, die interessieren ihn gar nicht. Aber meine, die sind interessant, die findet er gut. Das ist so unfair. Das hat wirklich mit Fairness rein gar nichts zu tun. Ne? Wirklich nicht. Das hat wirklich nichts mit Fairness zu tun. Wenig bis gar nichts. Ja, hau dir mir da schön drei Minotauren um die Ohren. Weltklasse. Echt. Das ist ein Arschloch, da. Das kann nicht wahr sein, ne? Echt. Ein Arschloch vom Herrn. Einmal hätte ich das gerne, dass der Wurm die Truppen des Gegners aufnimmt. Einmal. Ja, da hat er auch noch Minotauren. Er hat sie überall. Die sind überall. Oh, geht mir das auf den Sack. Ich weiß, ich rege mich schon wieder viel zu viel auf, aber ich kann nicht anders. Das ist so ein Beschiss. Da kann man wirklich nur noch ausrasten. So was Unfaires. Bei mir ist eben halt Fairness sehr wichtig. Wenn jemand nicht mit fairen Mitteln kämpft, dann werde ich wütend. Vor allem, wenn es die KI ist, weil die KI, da ist es sowieso bekannt, dass sie nicht fair kämpfen kann oder auch nicht kämpfen will. Ne? Na, endlich mal. Ich dachte schon, er greift wirklich nur mich an. Ja, ich verliere auch noch ein Gebäude. Danke. Vielen Dank. Echte Superhilfe.
Der lässt ihn da stehen, nur ich glaube das nicht. Du sollst ihn weghauen, na, und nicht da so, ach ja, das, da ist ein Gegner, ne, brauche ich mich nicht drum kümmern. Alter. Da komme ich nicht durch. Kein Durchkommen möglich. Kein Durchkommen möglich. So, ich setze jetzt die Luftwaffe ein. Auch wenn er sie... Ja, da steht schon Mongo. Alles klar. Brauche ich nicht einsetzen. Die wird mir nur weggehauen. Weil, wie wir ja wissen, Mongos sind sowohl gegen Luftwaffe gut, als auch gegen Fahrzeuge. Und vor allen Dingen, sie sind eine der wenigen Einheiten, die auch tatsächlich während des Laufens kämpfen kann. Also schießen kann. Ja, natürlich. Haut er mir wieder die Hälfte meiner Streitmacht weg. Oh, es ist zum Kotzen. Echt. Null Fortschritt bisher wegen diesem Scheißwurm. Meine Fresse nochmal. So, es reicht jetzt. Ich fange die Mission neu an. Das ist so eine Frechheit. Das kann nicht wahr sein. Oh, bin ich wütend. Schon wieder. Das kann nicht wahr sein, nur. Das ist so frustrierend. Haben einen ja, halt's Maul. Finde ihn und überrede die Schmuggler ihn zurück. Das kann nicht wahr sein, nur. Kraft ein wie nötig. Und danach bremst du den Stützpunkt bis auf die Grundmauer nieder. Das ist so eine Frechheit. Sondergleichen, echt. Unfassbar. Ehrlich. Oh! Mann! Ehrlich, erst die Vorteilnahme durch die Scheißwurm. Und dann meint er noch, ja, ich spam mal schön die Minotauren durch, bis zum geht nicht mehr, ne? Oh! Meine Fresse nochmal! Warum bewegt ihr euch jetzt nicht? Meine Güte nochmal. Ich will wieder Command & Conquer zocken. Echt. Alter, das ist ja eine Beleidigung schon fast für Command & Conquer. Echt. Meine Fresse nochmal. Das ist ja echt schon fast eine Beleidigung. Alter. Oh. Alter Verwalter, echt. Ich reg mich viel zu viel auf. Viel zu viel. Und vor allem, ich will auch das Spiel nicht abbrechen, weil auch wenn ihr das geschrieben habt, dass es in Ordnung geht, für mich nicht. Ich habe so einen Perfektmodus drin, also so, ich bin so ein Perfektionist, bei mir muss das einfach alles klappen. Es ist einfach so bei mir. Ich bin so. Ich kann auch nicht anders. So, jetzt habe ich schon mal den Großteil meiner Streitmacht verloren. Auch geil. Freue ich mich immer sehr, wenn ich den Großteil meiner Streitmacht verliere. Bau hat begonnen. Gebäude wird aufgerüstet. Es ist einfach nur zum Kotzen. Echt. So, und jetzt baue ich Panzer, dann schicke ich die wieder Richtung Atreides und die Hälfte wird mir wieder vernichtet. Das kenne ich ja schon. Ne? Dank des tollen Wurms. Der ja total fair agiert. Der hat vielleicht eine Einheit der Atreides weggehauen. Der Rest war alles von mir. Ne? Auf eine Einheit von den Atreides folgen 20 von mir. Und das ist so eine Frechheit. Das ist für mich keine ausgleichende Gerechtigkeit. Es muss gerecht zugehen. Es muss. Ne? Das erwarte ich einfach. Ne? Auch wenn es dann heißt, ja, das, du weißt dasselbe, dass es ein Strategiespiel bekannt ist. Ja, das weiß ich, dass es bekannt ist. Deswegen nervt mich das auch so. Eben weil es bekannt ist, dass die KI in Strategiespielen bescheißt. Das geht mir so auf den Sack. Weil dadurch so viel Spielspaß eigentlich flöten geht, dass die KI bescheißt. Ne?
Hauptgebäude wird aufgerüstet. Muss ich echt sagen, also, nee. Neue Bauoptionen verfügbar. Schön ist es nicht. Fahrzeugkonvoi ist in die Region eingedrungen. Darunter befindet sich auch unser gestohlener Sammler. Ja. Das Blöde ist halt nur, wenn ich mich auf die konzentriere, haben die Atreides in aller Seelenruhe Zeit, sich aufzubauen. Und genau das ist diese Scheiße. Warum? Das muss gar nicht sein. Warum? Brauchen wir nicht. Echt nicht. Ich will die scheiß Atreides weghaben. Die sind viel wichtiger als dieser scheiß Sammler. Außerdem ist er sowieso nur eine Bombe an Bord. Also was soll's. Ne? Meine Güte nochmal. Ich bin nur noch am Aufregen. Das ist nicht gut. Deswegen, das ist jetzt auch die letzte Chance für diese Mission und für dieses Spiel. Sag ich ganz ehrlich. Ja, für dieses Spiel vielleicht nicht, aber für diese Mission. Weil dann muss ich echt eine andere Mission nehmen. Das ist ja zum Kotzen hier. Oh. Mit Vorteilnahme der KI konnte ich noch nie gut umgehen. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn ich die zweite Runde von Frontschweine machen muss. Oh. Ich werde so ausrasten. Das kann ich euch, glaube ich, schon garantieren. Nee, das ist der Sammler selber. Deine Mission ist fehlgeschlagen. Erobere wenigstens das Territorium, Commander, sonst ist alles verloren. Ja, macht nichts, ist mir scheißegal. Scheiß auf diesen einen Sammler, echt. Scheiß drauf. Einfach eine gepflegte, dicke Wurst drauf, ehrlich. Das ist mir so egal. Ne? Man sieht ja, ich habe es einmal geschafft und dafür klappt die gesamte Mission nicht. Wenn das jetzt dafür umgekehrt ist, dann war es mir das wert. Bin ich ganz ehrlich. Ne? Ich finde sowieso eine Frechheit. Warum kann ich den Palast nicht bauen? Ne? Ich will den Palast bauen können. Ne? Würde ich gegen die Hakon kämpfen? Die könnten wahrscheinlich sofort den Palast bauen, ohne Probleme. Lass mich raten, der Wurm schnappt sich gleich meine Truppen. Ja, warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Guckt euch das an. Der Sammler, der war vorhin viel näher dran. Was macht er? Nö, deine Einheiten sind wesentlich geiler als seine. Was interessieren mich seine? Deine sind viel geiler. Guckt euch das an! Da kann mir keiner erzählen, dass das keine Vorteilnahme ist. Das kann mir keiner erzählen. Wirklich nicht. Das ist Verarschung pur. Ehrlich, das ist so eine Frechheit. Mann, das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Dass ein einziger Wurm fokussiert sich so auf einen einzigen Panzer. Das ist nicht normal, das kann mir keiner erzählen. Wirklich nicht. Ne? Wenn das Monster sieht, oh, da ist eine Einheit näher dran, dann konzentriere ich mich doch lieber auf die Einheit, als auf die andere, die ich vorher anvisiert hatte. So würde jedes Monster agieren. Nein, der Wurm, der sieht, oh, das gehört dem Spieler, da muss ich unbedingt als erstes hin. Das ist die Einheit, die muss ich haben. Ich kann gar nicht anders. Ich muss die einfach haben. Das ist so ein inneres Bedürfnis des Wurms. Das ist sowas von unglaubwürdig, sowas von unlogisch. Ne? Ah, natürlich kommt sein dicker Minotaurus. Komm, haut ihn seinen Bauhof weg. Ja, meine Einheiten sind natürlich zu doof dazu. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte so einen Bock auf Emperor. Ja, inzwischen ist die Lust weg. So viel mal dazu. Die ist inzwischen sowas von weg. Ne, man stumpft einfach nur noch ab. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ganz ehrlich,
Würde ich das privat spielen, ich hätte das Spiel schon längst ausgemacht, in die Ecke gestellt und nie wieder an und würde es nie wieder anrühren. Bin ich ganz ehrlich. Oh, alleine wegen des Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, ich habe Mittel ausgewählt. Ja, es war auch ein Riesenfehler, das zu machen. Es war auch ein Riesenfehler. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nicht bei den Ordos. Ich hoffe es zumindest. Wenn ich es mache, dann dürft ihr mich schlagen. Echt. Und dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, hast du selber Schuld. Hat bisher nämlich keiner gemacht. Aber ihr dürft das machen. Sag ich ganz ehrlich. Für die Blödheit, die ich da hervorgebracht habe. Oh, ich könnte mir selbst in den Arsch beißen dafür. Echt. Ich weiß, aber so dehnbar bist du doch gar nicht. Nee, das ist richtig. Habt ihr recht.